Ja, hey, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Heute bin ich hier im Gespräch wieder mit einem ganz, ganz, ganz besonderen Menschen. Ich bin heute im Gespräch mit Jörg Dickmanns. Jörg Dickmanns ist Experte für Andersdenken. Herzlich willkommen, Jörg. Und was ist Andersdenken? Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich mit dabei sein darf, Christina. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, anders denken, das muss ich ein bisschen ausholen. Und wie komme ich darauf? Natürlich ist es so, wenn man gewisse Schicksale im Leben ja, erlebt, dass dann daraus gewisse Dinge entstehen. Bei mir war es vor 10 Jahren, als meine Frau und ich mein gemeinsames Kind verloren haben. Da haben wir extrem gehadert auch und ich habe für mich auch die Frage gestellt, was will mir Gott damit sagen, was will mir das Universum damit sagen? Ich habe ganz lange dafür gebraucht, um zu verstehen, dass da auch eine Botschaft für mich drin lag. Und die Botschaft für mich darin war, dass wir jeden Tag auf diesem Planeten leben dürfen und das Leben danach kreieren dürfen, wie wir es auch wirklich wollen. Und ich merke halt ganz, ganz viel im Umfeld auch, sei es im Job, sei es auch privat, in der Familie, dass sich viele Menschen selber klein machen und sich zurücknehmen. Und deswegen geht es halt darum, für mich den Fokus dafür zu öffnen, anders denken zu dürfen. Das war ja schon sehr früh, als ihr euer Kind verloren habt, also eigentlich noch bevor es da war. Ja, es war in der Mitte der Schwangerschaft gewesen. Wir waren damals auch im Urlaub in Trier. Also ungefähr ja, 5, 6 Stunden von der Heimat quasi entfernt. Und genau am letzten Tag des Urlaubes ist das passiert, dass meine Frau ein gutes Gefühl hatte, ging zur Toilette und als ich wiederkam, war sie völlig aufgelöst und hat geweint und sagte, Jörg, ich blute. Und ich dachte erst, okay, ist irgendwas passiert, hat sie irgendwie verletzt oder so, aber dann habe ich gemerkt, nee, das muss was mit unserem Kind sein. Wir sind zum Arzt gefahren und dann auch ins Krankenhaus und da hat sich auch was bei mir wirklich eingebrannt. Der Arzt sagte, dass kaum noch Fruchtwasser vorhanden war, aber als das Ultraschall gemacht worden ist, haben wir dieses pochende Herz von diesem Kind gesehen. Und da habe ich gemerkt, da steckt so viel drin in diesem Bild auch, was ich da gesehen habe. Und jeder Schlag, jeder Herzschlag, den wir jeden Tag erleben dürfen, wir selber erleben dürfen, da steckt Energie drin. Und da geht es für mich einfach darum, dieses Leben, das wir hier auf diesem Planeten haben, wirklich mit vollen Zügen genießen zu dürfen. Klar, geht auch nicht jeden Tag, aber es geht um die grundsätzliche Einstellung. Und viele Menschen machen sich grundsätzlich klein und das geht nicht. Da geht viel, viel mehr. Was meinst du mit klein machen? Also ich kenne das persönlich auch, aber viele andere, man sagt das immer so, klein machen, aber was steckt für dich da drin, klein zu machen? Das fängt ja schon ganz, ganz früh im Leben an. Die Menschen werden geprägt, ganz häufig in den ersten 7 Lebensjahren. Das Gehirn eines Kindes funktioniert in den ersten 7 Lebensjahren quasi wie so ein Schwamm. Man saugt alles auf, bewusst, aber vor allem auch unterbewusst, und zwar ungefiltert. Es ist alles, was wir mitbekommen. Sei es, dass sich die Eltern zum Beispiel streiten, sei es, dass wir in einem Umfeld groß werden, wo finanzielle Sorgen sind, wo viele Krankheiten sind. Das saugen wir alles unterbewusst auf und dadurch kreieren wir unsere Muster und auch unsere Glaubenssätze. Das heißt, wenn wir von außen immer eingetrichtert bekommen, wir müssen bodenständig sein, wir dürfen nicht groß denken, wir müssen halt einen normalen Job machen, das prägt sich bei uns ein. Und dann machen wir uns eigentlich kleiner als das, was wir eigentlich in uns tragen. Vielleicht tragen wir in uns drin, wir möchten irgendwie die Welt verändern, wir möchten Astronaut werden und dürfen es einfach nicht. Und das ist so schade. Ja, das stimmt. Also solche Sätze kenne ich auch noch gut aus meiner Kindheit, ne? Ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen, da waren noch so ganz andere Wertvorstellungen, ne? So Mädchen machen sowas nicht. Und ich habe in so einem Mehrgenerationenhaushalt gelebt. Meine Uroma, die sagte so, die konnte aus dem Fenster gucken auf die Straße und so. Wenn ich dann zu meiner Freundin gelaufen bin, dann hieß es so, auf der Straße darf man nicht laufen und so, ne? So ganz komische Dinge, die man da irgendwie mitnimmt. Und das beeinträchtigt uns ja auch, wenn wir aus den Kinderschuhen herausgewachsen sind, ja. Ja, und wir dürfen auch nicht vergessen, dass vor 2, 3 Generationen ja noch wirklich Krieg war. Und dieser Gedanke oder dieses Gefühl nach Sicherheit ist immer noch so groß in uns drin, auch in heutigen Generationen noch, dass wir halt wirklich an dem festhalten, was wir haben.
Und das ist auch das Thema, diese Komfortzone, ne? In der wir uns ja alle bewegen, wo wir auch diese Sicherheit verspüren. Und das kennen wir auch alle, wenn wir dann irgendwie was Neues in unser Leben reinkommt, wir Neues erleben, dass dann auch hier und da mal so eine Angst kommt. Weil sobald wir die Komfortzone ja verlassen, kommt diese Angstzone. Und dann kommen viele Menschen wieder zurück und wollen diese Sicherheit wieder haben. Ich merke aber auch vielfach in der heutigen Zeit, dass die Generation, die jetzt nachkommt, dieses Gefühl nach Sicherheit gar nicht so stark ausgeprägt hat, sondern eher diese Sinnfrage viel mehr aufkommt. Und das ist auch ein ganz großes Thema, was jetzt in den nächsten Jahren auf uns zukommt, wo wir die Menschen auch in die Hand nehmen müssen. Ja, das denke ich auch. Und ich finde es zauberhaft, letztendlich zu beobachten, wie frisch die jungen Leute drauf losgehen. Ne? Also die haben irgendwie einen Herzensweg oder ein Thema, was ihnen am Herzen liegt, einen Traum, den sie verfolgen, und machen es einfach. Die gehen einfach los und machen es einfach, machen sich gar keine Gedanken darüber, was passieren könnte, wenn es irgendwie nicht funktioniert. Ne? Also ich kenne das auch so, dass man so überlegt, ne? Netz, doppelter Boden und noch ein Auffang, Sicherheit, noch ein Sicherheitsgurt, noch ein, was weiß ich, noch ein Helm und noch ein paar Schoner irgendwo. Und das höre ich jetzt so bei dir auch, das sind so Dinge, die uns blockieren, ja? Uns einfach nicht dahin kommen lassen, wo wir sein könnten. Richtig. Du hast das Thema Potenzial angesprochen. Ja, und beim Potenzial, das ist auch so ein Generationenkonflikt, sag ich mal. Das erlebe ich ganz viel in der Unternehmenswelt, aber auch im Privaten. Das kenne ich zum Beispiel, meine Eltern ist ja quasi genau die Nachkriegsgeneration, ganz viel nach Sicherheit strebend. Das heißt Haus, Auto und das Bankkonto darf auch nicht zu leer sein, wirklich diese Sicherheit im Hintergrund zu haben. Und jetzt die Enkelkinder, die einfach sagen, okay, ich mache jetzt mal eine Weltreise. Wo die Großeltern sagen, oh ja, und was machst du denn danach? Du musst irgendwie einen Job machen und sowas. Ja, es ergibt sich schon irgendwie. Das ist total spannend, das zu sehen, zu erleben, wie diese Welten aufeinander prallen. Aber auch da geht es halt darum, diese Welten auch zueinander zu führen. Ne? Also das ist ein Prozess in den nächsten Jahren und das wird immer mehr. Das wird total spannend, das zu erleben. Aber nochmal zurück zu diesen Blockaden. Was auch mein Thema letztendlich auch ist, die Generation, aus der wir kommen, du, ich und aber auch die neue Generation, die haben auch noch diese Blockaden. Das erlebe ich im Job. Ich arbeite in einem Unternehmen, wo ganz, ganz viele junge Menschen arbeiten und die sich auch ganz, ganz häufig einreden, ich bin nicht gut genug. Das ist dieses Streben, klar, dieses nach Sinn streben in dieser Generation, aber auch dieses Gefühl zu haben, ich muss ja das, was ich tue, muss ich ja perfekt machen. Dieser Perfektionismus, habe ich das Gefühl, ist in den letzten Jahren extrem nach oben gegangen. Wir leben in einer Welt, wo nach außen alles perfekt sein muss. Ich muss perfekt aussehen, ich muss perfekt sprechen und nach außen immer den Anschein erwecken, als ob ich alles im Griff habe. Auf keinen Fall verletzbar sein. Und das führt bei ganz vielen zu extremem Stress. Das, was ich aktuell erlebe. Und ich erlebe auch ganz viele Menschen, die halt dankbar dafür sind, wenn sie einfach hören, das muss ja gar nicht alles perfekt sein. Und das ist ja auch in Ordnung, wenn ich mal verletzbar bin. Und das ist ja auch okay. Oder ich finde es auch gut, wenn es andere Menschen auch so nach außen tragen, weil weiß ich ja, ich bin ja nicht alleine. Und Christian, das ist bei so vielen Menschen und viele trauen sich nicht, darüber zu sprechen. Ja, das stimmt. Das erlebe ich auch oft. Also ich weiß nicht, wie ist deine Meinung dazu? Ich sehe halt, dass uns auch viel gezeigt wird, was uns glücklich macht, was uns zu richtig guten Menschen macht. Du hast es schon gesagt, das gute Aussehen, wir müssen erfolgreich sein im Beruf und wir brauchen dieses Auto und diese Klamotten und wir brauchen dieses Powerfood und ich weiß nicht was. Das sieht immer so aus, als wäre Glück, Zufriedenheit und das alles so im Außen zu finden. Mhm. Und die Wahrheit liegt, glaube ich, woanders, oder? Ja, das ist ja die sogenannte Instagram-Welt, sag ich mal, wo nach außen nach alles wunderschön aussieht und alles ist toll und Menschen orientieren sich daran auch und wollen das genauso leben, vergessen aber was in ihnen selber drin steckt.
Und wir fühlen uns, lassen uns ganz stark in den Kopf reinfühlen. Der Kopf kreiert dann diese Muster zu sagen, ja, ich muss ja dem nachstreben. Und unser Herz geht dabei völlig verloren. Und das, was wir wirklich wollen, steckt im Herzen drin. Und wie wir da vielleicht ein Stück weit hinkommen können, ist, wenn wir merken, dass uns im Alltag irgendetwas hetzt, stresst oder uns irgendetwas blockiert, und zwar wirklich im Kopf auch blockiert, wenn wir das Gefühl haben, irgendwie, das kann jetzt nicht richtig sein, ich fühle mich gerade nicht in Ordnung, und das immer wiederkehrend da ist, dann ist es ein Punkt, den wir aufgreifen können und daran arbeiten können. Du arbeitest ja mit den Menschen genau an diesen Punkten. Du bist ja Experte für Andersdenken. Ja. Was für Menschen kommen zu dir, oder hast du Menschen, mit denen du im Speziellen arbeitest? Ja, der Mensch ist ja erstmal so geprägt oder auch so strukturiert, dass er ganz, ganz viel Schmerz aushält. Und es ist unvorstellbar, wie viel Schmerzen diese Menschen aushalten, bis sie sich irgendwann Hilfe holen. Und ich bin immer dankbar dafür, wenn Menschen schon bevor sie so weit sind, dass es sehr, sehr stark ausgeprägt ist mit diesem Schmerz, schon vorher das Gefühl haben, ich hole mir jetzt die Hilfe, und dass es dann auch erfolgreich wird. Nichtsdestotrotz, auch die Menschen, die halt einen ganz großen Schmerz spüren, die dann zu mir kommen, finden dann auch die Lösung in sich selbst. Wie mache ich das? Indem wir erstmal darüber sprechen, wo diese Punkte in diesem Leben überhaupt aufgegriffen werden, wo sie aufkommen. Das heißt, wir machen so eine Art Zeitstrahl des Lebens und gucken halt, was triggert mich heute und woher kenne ich das aus meinem Leben? Wenn wir da so einen roten Faden gefunden haben, dann können wir auch diesen Punkt auch in den Menschen selber finden. Das mache ich, indem ich mit den Menschen aus dem Kopf herausgehe und in den Körper hineingehe. Das hat etwas von so einer Art Meditation. Das heißt, wir gehen wirklich ins Unterbewusstsein rein, in eine tiefe Atmung rein und spüren halt, wenn wir diesen Punkt aufgreifen, der uns aktuell triggert, was das in den Körper auslöst. Und häufig stellen wir so fest, dass es irgendwie so ein Kloß im Hals ist oder so ein Drücken im Bauch. Und bei vielen, die zu mir kommen, ist es eher so ein Drücken im Bauch. So ein ganz unangenehmes Gefühl. Und das ist so ein Gefühl, wenn es unangenehm ist, dass wir gerne vermeiden wollen, wegdrücken wollen oder uns ablenken. In dem Moment lassen wir es wirklich da sein. In dem Moment, wo es da sein darf, darf es auch größer werden. Das heißt, wir lassen wirklich bewusst diesen Schmerz größer werden. Nicht, weil wir die Menschen quälen wollen, sondern ganz im Gegenteil, darunter liegt eine Emotion. Und diese Emotion wird festgehalten. Und wenn wir diesen Schmerz einmal durchkommen, uns da so ein bisschen rein entspannen und das da sein lassen, dann kommt diese Emotion irgendwann raus. Es kann eine Wut sein, es kann eine Trauer sein oder andere Emotionen, die da aufkommen. Und wenn die aufgegriffen werden, auch mal da sein lassen dürfen und auch ja, uns auch da nochmal rein entspannen, dann kommt das Thema hoch, um was es wirklich geht. Und das sind meistens diese Themen, die in den ersten 7 Lebensjahren entstehen. Ich werde nicht gesehen, ich werde nicht geliebt, ich bin nicht gut genug. Und das ist das, was da aufkommt. Und wenn das dann aufkommt, dann können wir das nutzen, um das zu transformieren, sage ich mal, in etwas Positiven. Das heißt, wenn ich weiß, ich bin nicht gut genug oder ich das immer wieder einrede, dann gibt es auch Punkte im Leben, die mir gezeigt haben, dass ich gut genug bin. Und die greifen wir auf. Weil dadurch wollen wir in eine kraftvolle Vision quasi einsteigen, um aus diesem Negativen ins Positive zu kommen und das in den Alltag zu integrieren. Und das funktioniert wunderbar. Und ich kriege heute noch Rückmeldungen von Menschen und nach einem halben Jahr, die zu mir sagen, Jörg, allein schon, teilweise ist es wirklich nur ein einziger Termin, der dazu geführt hat, dass sie sich viel mehr auf das Positive konzentrieren können und das auch in den Alltag integrieren und leben dürfen. Und das ist ein wunderschönes Gefühl, auch für mich. Ja, das glaube ich. Das erfüllt einen auch selber immer wieder, einfach zu wissen, ich kann anderen Menschen helfen, ich habe jemandem weitergeholfen, ich habe, egal wie groß der Schritt war, aber ich habe zumindest weitergeholfen. Und ich finde, das ist ganz wichtig, es ist gerade auch angesprochen, damit Veränderung stattfindet. Und das ist ja schon gesagt, auch Veränderung macht uns immer Angst. Deswegen treten viele auch lieber wieder einen Schritt zurück. Ich nenne das immer, die setzen sich wieder auf die Picknickdecke, sagen, ja, oh, ist ja doch eigentlich gar nicht so übel hier. Bevor man dann weitergeht,
diese Veränderung oder das, was uns zurückhält, diese Blockaden, die da sind, die brauchen so eine gewisse Akzeptanz. Mhm. So, wenn man das weiter wegschiebt und gar nicht beachtet, irgendwann, vielleicht bricht es wirklich aus einem raus und dann erlebt man komische Sachen bei den Menschen, dass sie auf einmal irgendwas ganz Verrücktes tun. Deswegen ist es wichtig, dem auch Gehör zu schenken und das zu akzeptieren und dann zu transformieren. Mhm. Das finde ich ein ganz wichtiger Aspekt, dass es nicht darum geht, irgendwas zu verdrängen, sondern dem wirklich Raum zu geben. Und das hört sich super an. Das ist auch für viele Menschen extrem schwer, weil viele Menschen auch sagen, es ist ja auch normal, wenn man sich mal über einen gewissen Zeitraum nicht gut fühlt. Das ist ja bei jedem Menschen so. Man redet sich das auch immer wieder schön. Mhm. Und die Stärke liegt ja darin, das zu erkennen, zu sagen, nee, ich möchte das für mich verändern, weil ich lebe höchstwahrscheinlich nur einmal auf diesem Planeten, vielleicht 80, 90 Jahre. Und wenn man überlegt, die Kindheit ist ja geprägt durch Erfahrung sammeln, durch Erziehung, durch Heranwachsen. Das heißt, wenn wir erwachsen sind, so ab 20 bis 90 oder 80, das heißt, wir haben eigentlich nur 60, 70 Jahre, in denen wir an unserer Persönlichkeit richtig massiv arbeiten können. Und das ist ein ganz, ganz kurzer Zeitraum. Und das zu vergeuden, sich jeden Tag einzureden, oh, das ist ja normal und das ist ja okay, das wird auch wieder besser. Nein. Lass uns das in die Hand nehmen und würde ich jetzt heute sagen, ich möchte das gerne verändern, weil ich möchte mein Leben, was ich jetzt noch habe, genießen. Alles andere ist auch Vergeudung, ne? Es gibt so viel zu entdecken, so viel zu leben, so viel zu genießen. Es gibt nicht immer nur schöne Momente, das ist ganz klar. Du bist ja auch Stressexperte, du hast einen Podcast, Stressrevolution, und bist da Stressexperte. Für mich hört sich das so an, als könntest du beide Dinge auch super miteinander verknüpfen. Ja. Weil wo Blockaden sind, ist auch meistens ein ganz großer Stress vorhanden. Weil wenn ich mir immer wieder sagen muss, ich muss jetzt durchhalten, ich muss kämpfen, dann bin ich gestresst. Und das geht dann irgendwann so weit, dass ich dann auch wirklich blockiert im Kopf bin und dann nicht weiterkomme. Und dann kommt dieses Thema Blockaden und Stress zwangsläufig irgendwie zusammen. Ja. Hört sich logisch an. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Super. Ja. Und das Thema Umfeld ist auch ein ganz, ganz großer Faktor. Ich erlebe ganz viele Menschen, die dann, wenn die zu mir kommen, sagen, es war für mich echt Überwindung, zu dir zu gehen. Ich habe mich mit Menschen unterhalten, auch in meinem Umfeld, die gesagt haben, ach, hör auf mit diesem Quatsch. Die wollen nur das Geld aus der Tasche ziehen, die wollen nur Geld verdienen. Und deswegen ist das, finde ich, der schwerste Punkt zu sagen, ich löse mich von den Meinungen aus meinem Umfeld und suche mir wirklich aktiv diese Hilfe, um dann wirklich das zu leben, was ich wirklich will, was ich wirklich will, ohne da auch egoistisch zu sein. Weil wenn ich nicht glücklich bin, kann ich andere auch nicht glücklich machen. Das heißt, ich muss immer bei mir selber anfangen. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin an einem Punkt in meinem Leben und komme gerade nicht weiter, dann finde ich es absolut legitim zu sagen, ich hole mir jetzt diese Hilfe, um danach dann freier zu sein. Und dann bin ich davon, was mein Umfeld mir sagt. Ja. Ja, das ist in unserer Kultur auch ein schwieriger Punkt. Wir schmücken uns gerne mit Dingen aus dem Außen, mit schönen Klamotten, mit schönem Schmuck, mit was auch immer. Aber wir vergessen wirklich unser Herz und unsere Seele, die dann dabei, du hast es ja wirklich auf den Punkt gebracht, wirklich auch verkümmert und in den Hintergrund tritt. Und es gibt einen Ausspruch aus der Bibel. Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das impliziert für mich genau das, was du gerade angesprochen hast, zu gucken, okay, wo bin ich denn überhaupt, bevor ich mich um andere kümmere. Im Flugzeug wird einem das auch so beigebracht, ne? Dann fallen die Masken aus der Decke im Notfall und erstmal die Maske selber benutzen, bevor man dem Nächsten hilft, weil unter Umständen ist sonst beiden nicht geholfen. Ja, das ist auch so bitter. Das ist auch so bitter und so schade, weil, wie du schon gesagt hast, in der Bibel steht drin, liebe den Nächsten so wie dich selbst. Wenn du dich selber hasst, wie sollst du denn andere Menschen lieben können?
Ja. Wie sollst du einen Partner finden, der dich dann auch liebt? Das geht ja gar nicht, das passt ja gar nicht zusammen, das ist auch logisch. Deswegen müssen wir aus dieser Spirale, die da dann immer wieder aufkommt, da müssen wir raus. Und das alleine hinzukriegen, ist verdammt schwierig. Deswegen gibt es ja auch wunderbare Menschen so wie dich und wie mich, die dann auch Menschen unterstützen dabei, um dann ja die nächsten Schritte gehen zu können, um diesen Blick von außen zu haben, weil diesen blinden Punkt, den wir hier oben alle haben, sehen wir selber nicht. Und deswegen ist es mal schön, wenn jemand anders diesen blinden Punkt aufgreift und dich dann dahin führt, diese Lösung selbst finden zu können. Das ist ein Geschenk, das ist wundervoll. Habe ich selber ja auch erlebt. Ich habe auch blinde Punkte gehabt, die auch immer wieder aufkommen, aber ich habe dann auch Rituale für mich in den Alltag integriert, wo ich dann merke, okay, es kommt gerade wieder auf, ich möchte eigentlich einen anderen Weg gehen. Und dann geht es auch wieder. Das ist ja immer wieder ein Prozess. Also ich finde es auch, wenn Menschen sagen, komm jetzt einmal zu mir, danach bist du geheilt, das finde ich auf Deutsch gesagt Schwachsinn, das geht gar nicht. Weil Dinge, die uns jahrelang, jahrzehntelang geprägt haben, die kommen ja immer wieder hoch. Wichtig ist das für sich zu erkennen, dass es hochkommt und dann Strategien zu haben, dem entgegenzuwirken. Oder halt seinen Weg, den man wirklich gehen möchte, seine Vision, die man gehen möchte, wieder in den Vordergrund zu stellen. Denn es ist auch gar nicht mehr so groß, was vielleicht vorher so riesengroß war, wie dieser Riesenberg, den wir vor uns sehen. Dann ist es vielleicht nur ein Kieselstein. Schöner Vergleich, ja. Toll, sehr schön. Das heißt, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt zu dir komme? Du hast es ja gerade schon angesprochen, es ist nicht so, zack, wir machen einmal Schnipp und alles ist super. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das für eine längere Zeit, ist Ja. das sehr individuell für jeden, der zu dir kommt? Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, hey, Jörg, ich brauche einfach deine Hilfe, wie geht's dann weiter? Erstmal geht es dann darum, dass wir, wie am Anfang schon erwähnt, ganz banal wirklich so einen Zeitstrahl des Lebens erstellen. Nicht nur mit negativen Ausschlägen, sondern auch mit positiven Ausschlägen. Weil wir mit beiden Punkten ja auch arbeiten wollen. Das heißt, wirklich zu überlegen, so weit zurückdenken, wie es nur irgend geht. Was hat mich negativ geprägt? Was habe ich damals gefühlt? Was hat sich damals für einen Glaubenssatz entwickelt? Zum Beispiel, wenn meinetwegen der Vater hat immer gesagt, du kannst das nicht. Was hast du damals gefühlt, als dein Vater dir das gesagt hat? Und das dann aufzugreifen und dann sieht man wirklich irgendwann diesen roten Faden, weil diese Themen kommen immer wieder auf. Mal ein bisschen stärker, mal ein bisschen niedriger. Aber im Regelfall ist das so, dass es eigentlich im Leben immer ansteigend ist, immer stärker wird. Weil irgendwann kommen die Menschen ja zu mir. Die kommen ja nicht, wenn das allererste Mal passiert, sondern meistens erst nach 10, 15 Jahren. Und dann 10, 15 Jahre per Schnips mal eben wegzumachen, das geht gar nicht. Deswegen geht es halt darum, die Menschen an die Hand zu nehmen. Das geht meistens über ein Jahr, weil wir wirklich ein Jahr brauchen, 3 Monate ganz intensiv. Und dann langsam auch loszulassen, nicht nur die eigenen Themen loszulassen, auch meinen Klienten loszulassen. Und dann auch mit den Strategien, die wir in diesen ersten 3 bis 6 Monaten entwickeln, das so zu vermitteln, dass die Menschen dann irgendwann mich gar nicht mehr brauchen. Und falls doch, kommt heute auch hin und wieder mal vor, dass sie mich mal ab und zu für eine Stunde mal brauchen, ist dann auch in Ordnung, weil die Themen ja auch mal wiederkommen. Sei es ein Schicksalsschlag, der auf einmal da ist, wenn dieses Thema wirklich wieder präsent ist. Das wird uns auch ein Leben lang begleiten. Das ist ja auch gut so, weil sonst wären wir auch nicht die Menschen, die wir heute sind. Du und ich sind ja auch heute hier und tragen diese Themen nach draußen, weil wir auch diese Themen im Leben erlebt haben. Und die gehören ja auch zu uns. Alles Negative und alles Positive darf zu uns gehören. Das dürfen wir anerkennen und auch gewisse Dinge auch verzeihen und loslassen. Und dann wird das auch rund, das wird auch zu unserer Persönlichkeit. Und das ist auch für manche Menschen ganz, ganz schwierig, das anzuerkennen, dass es nicht darum geht, Altes dann irgendwie zu verdrängen, loszulassen, abzukapseln. Nein, das gehört mit dazu. Darum bist du der, der du bist. Und es geht nur darum, das zu nehmen und positiv auszurichten. Super. Okay, und das heißt, jeder kann zu dir kommen. Jeder, der das Gefühl hat, ich möchte einfach was verändern und ich glaube, das geht nur, wenn ich anders denke. Und Ja. dann
ist der Jörg auf jeden Fall der Richtige. Genau, ich muss dazu aber auch ganz klar sagen, dass der Impuls von den Menschen selber kommen muss. Wenn das Gefühl da ist von den Menschen, ach, jetzt gehe ich mal zum Jörg und der macht was für mich, dann wird das nicht funktionieren. Weil ein Coach oder jemand, der Menschen begleitet, ist ein Begleiter. Der führt dich, nimmt dich zwar in die Hand und führt dich auf diesen Weg, aber diesen Weg gehen muss jeder selbst. Wer dazu nicht bereit ist, muss ich ganz klar sagen, die sollen bitte nicht zu mir kommen, weil dann wird das nicht erfolgreich sein. Das muss von beiden Seiten da sein, der Impuls zu sagen, okay, wir möchten daran arbeiten. Und der Impuls muss von dem, der zu mir kommt, noch wesentlich größer sein. Da ist ein Schmerz da, und den Schmerz möchte ich loswerden. Ich möchte jetzt bereit sein, diesen Weg zu gehen. Dann lasse ich mich an die Hand nehmen. Super. Okay. Ja, ja, gibt es noch was, was du noch sagen möchtest? Ja, vielleicht so als Alltagstipp. So ein Alltagstipp von mir ist, das mache ich auch sehr, sehr gerne. Wenn ich das Gefühl habe, irgendwas übermannt mich, irgendwas stresst mich gerade extrem, das kommt immer wiederkehrend auf, nutze ich immer so eine Atemübung. Und wenn es im Büro schlecht geht, weil man irgendwie im Großraumbüro sitzt, die Kollegen kriegen das mit, dann geht aufs Klo, setzt euch dahin und atmet mal wirklich 4 Sekunden ganz tief ein. Behaltet den Atem 6 Sekunden in euch, auch wenn es gerade vielleicht schwierig ist, und dann 8 Sekunden ganz langsam ausatmen, um in eine Ruhe reinzukommen und dann diesen Punkt, der dich gerade extrem nervt, da sein zu lassen und sich da mit der Atmung hinein zu entspannen. Dann wird es einfacher. Das ist eine Übung, die ich regelmäßig mache. Falls mal wieder so ein Punkt kommt bei mir, weil das wird man ja nie zu 100% los, dann werde ich wieder entspannt und kann dann wieder das in Fokus nehmen, was ich wirklich will. Super, toller Tipp. Sehr, 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 sehr hilfreich für den Alltag. Kann ich wirklich nur bestätigen und alle ermutigen, das einfach mal auszuprobieren. Und ich fand es auch sehr, sehr schön, dass du gesagt hast, hey, das kann auch einfach wiederkommen, passiert dir auch. Ja, du bist auch kein Übermensch, wir sind auch keine Übermenschen, uns passieren die Dinge auch, weil das Leben ist Leben und manchmal erwischt es einen einfach. Und dann ist es echt toll, so eine ganz, ganz einfache, simple Technik zu haben, um sich mal wieder ein bisschen zu erden und wieder ein bisschen zurückzukommen. Und dann sehen die Dinge tatsächlich meistens nicht mehr so unüberwindbar aus oder man bekommt wieder eine Idee vielleicht auch währenddessen, wie man da jetzt rangehen kann und wie es weitergeht. Ja. Ja. Super, vielen Dank. Sehr gerne. Jörg, am Ende gibt es bei mir immer ein paar Spotlights. Ja. Kurze Frage, kurze Antwort. Okay. Was ist dein Lieblingsbuch? Oh, jetzt einige. dann sag ich mal The Secret von Rhonda Byrne. Ah, sehr cool. Sehr schön. Empfehlenswert, absolut. Ja. Deine Lieblingsmusik oder Lieblingsband, Lieblingslied? Ich höre querbeet, deswegen ist das ein bisschen schwierig. Aber was ich ganz gerne höre, ist, dann geht es ein bisschen härtere Richtung Linkin Park. Mhm. Das ist so meine Lieblingsband und höre ich auch ganz gerne, um mich zu motivieren. Also manche brauchen eine andere Musik, aber das macht schon ganz viel Spaß, morgens im Auto mal ein bisschen aufzudrehen und dann, ja genau, das ist so meine Richtung. Ist auf der Motivationsplaylist. Genau. Sehr schön. Hast du einen Lieblingsort? Zu Hause. Da fühle ich mich wohl und fühle mich gut aufgehoben mit meiner Frau, meiner Tochter. Das ist für mich auch so ein Ort der Oase, der Erholung auch. Und wir haben uns auch, also meine Frau und ich auch gesagt, wir wollen ganz offen zueinander sein und reden auch alles, was uns so auffällt, offen an. Und das ist sehr, sehr befreiend auch und hilft uns auch beide, uns dann auch weiterzuentwickeln und auch eine Beziehung weiterzuentwickeln. Und das ist auch so ein Punkt, was ganz viele Menschen schwierig ist, in der Beziehung offen zu sagen, was man von anderen wirklich möchte oder sich wünscht. Das kann ich auch nur empfehlen, das zu tun. Das ist total befreiend. Hängt auch manchmal mit den Glaubenssätzen zusammen, die wir mitbringen, ne? Mit uns. Ja. Ja. Denkmustern auch. Was
ist deine Lieblingsspeise? Was isst du am allerliebsten? Also der Klassiker Pizza. Meistens auch selbst gebacken, mit unserer Tochter zusammen backen und das ist immer ein schöner Prozess. Und ja, ich liebe das. Ich mag ganz viel auch mit Gemüse drauf und mit Tomaten und ich liebe es, ja. Oh, ich kriege jetzt schon Hunger. Ich komme vorbei. Wann gibt es Pizza Da muss ich mal schauen. Ich glaube, jetzt wir haben ab nächste Woche haben wir Urlaub und dann ist sicherlich Pizza auch geplant, ja. bei euch? Sehr schön. Welche Person möchtest du gerne mal treffen? Barack Obama, weil ich mag diesen Spirit von Barack Obama und auch, er hat, glaube ich, mit ganz vielen Widerständen auch in seiner Amtszeit zu tun gehabt und konnte viele Dinge nicht angehen und hat trotzdem dieses positive, motivierende ausgestrahlt und immer ausgestrahlt, wofür er wirklich steht, deine Werte auch nach außen getragen. Das finde ich sehr, sehr inspirierend und deswegen möchte ich gerne mit ihm darüber sprechen. Ja, interessante Persönlichkeit auf jeden Fall. Hast du einen besonderen Lehrer, einen besonderen Menschen, der dich persönlich auch sehr beeinflusst hat oder dich inspiriert hat? Beeinflusst hört sich immer gleich so negativ an, der dich inspiriert hat? Ja, das wurde ich auch schon mal gefragt und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht. Und das war ein Lehrer von mir in der Schule. Das war da von der 7. bis zur 10. Klasse, auch gerade in der Zeit der Pubertät und sowas und Entwicklung. Und das sind auch meistens so Zeiten, wo man sich selber schlecht fühlt. Und das war so ein Lehrer, der auch immer das Positive in einen gesehen hat und dann einen an die Hand genommen hat und gesagt hat: Komm, da steht doch ganz viel drin und lass uns mal drüber sprechen und hol das mal raus. Und das hat mich total inspiriert und mich auch so ein bisschen auf diesen Weg gebracht, muss ich sagen, auch was Motivation angeht. Ganz toller Mensch, der leider vor, ja, war das gewesen, vor 6, 7 Jahren leider verstorben ist, hat er leider Krebs. Aber war ein ganz, ganz toller Lehrer. Super. Sehr schön. Das waren auch schon die Spotlights. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Ja, wenn es noch was gibt, was du gerne weitergeben möchtest, dann ist jetzt nochmal der Zeitpunkt für dein Abschlussplädoyer. Genau. Wichtig ist für mich einfach zu sagen, liebe Menschen da draußen, wir haben wirklich nur dieses eine Leben und wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid irgendwie blockiert und könnt nicht das Leben, wofür ihr wirklich steht oder was ihr wirklich wollt, dann geht in euch und holt euch die Hilfe, die ihr braucht, um danach wirklich das zu leben, was ihr wirklich wollt. Und dann seid ihr auch glücklich und zufrieden. Da geht es auch nicht um Geld oder auch nicht um irgendwelche Dinge, die wir nach außen strahlen wollen oder die nach außen halt geblendet werden, wie irgendwelche Häuser oder Autos. Es geht darum, welche Werte ihr leben wollt. Und wenn die blockiert werden, wie eben schon gesagt, dann holt euch die Hilfe dazu. Ein sehr schönes Schlusswort. Okay, in diesem Sinne, vielen, vielen, vielen lieben Dank, lieber Jörg, für Ich deine habe Zeit, zu danken. für deine Antworten, für dein Dasein und für das, was du der Welt zu geben hast. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Deine Kontaktdaten sind auf jeden Fall unter dem Podcast beziehungsweise unter dem Video. Also wenn du Kontakt aufnehmen möchtest zu Jörg Dickmanns, dem Experten für Andersdenken und dem Stressexperten, dann ja, findest du da alles, was du brauchst und keine Hemmung. Jörg ist auf jeden Fall sehr, sehr gerne für dich da.